Vielleicht war es ja Conrad. Kann auch sein. Oh. Meister Splinter. Jetzt kommt entweder Brad oder Fliss. Oh ne, Fliss. Fliss in den Hütten der Piraten. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sag ich dir? Unter Deck, Werkstatt. Nö, geht nie weiter. Was will er machen? Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Vielleicht findest du ja auf dem Weg irgendwo loses Rohr und kannst ihm einen über den Schädel ziehen. Hm. Das wäre zu schön. Aber es wird wahrscheinlich an meiner Noobigkeit des Quicktime-Events-Bestehens scheitern. Sag mal, wie das. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Okay, ist auf jeden Fall nicht so der gesprächigste Typ. Stopp. 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 Einmal umgedreht und weiter geht's. Kann ich hier noch mal gucken? Nee. Oh, hey. Okay. Gut, wir müssten auf jeden Fall uns etwas an seine Regeln halten, ansonsten. Wir werden mal geschubst. Oder schlimmeres. Wir werden mal geschubst. Ja. Wenn ich ja nicht schubst, werde ich wie Hochkott im Rucksack. So, hier kann ich nicht lang, dann kann ich nach da lang. So, und der Luft auch einfach schneller, dann bist du weg. Wie werde mal abhauen? Also verstecken, wa? Ist schon Naja, einfach so. Oh Mann. Was ist denn das da? Okay, komm raus! Zeig dich! Was hat er denn für Probleme? Aber anscheinend eine Silhouette gesehen, irgendwie, die sich aus mehreren Sachen gebildet haben. Und überall der Nebel. Jetzt. Dieser Kahn ist verflucht. Dieser Kahn ist verflucht. Hier vorne ist eine Mütze. Wir werden sie uns ansehen. Darfst du das denn? Ich hoffe doch. Hoffentlich wird nicht geschubst. Sieh mal hier. Gmidan. Gmidan. Okay. Der Kurs wurde aktualisiert. Na, das ist ja schön. Oh. Was ist für ein Geräusch? Worüber redest du? Oh. Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Worüber redest du? Naja, na, warte, stell doch keine Frage. Und ich betone. Sie ist, glaube ich, beide sind barfuß auf diesem rostigen Kahn, Alter. Das nicht tun. Beide? Himmel! Sieht so aus, als hätte der ein Partyhütchen auf. Ich wollte gerade sagen, hat der noch ein Partyhütchen auf? Nee. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ah. Doch was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Also. Fliss ist ja wirklich, prinzipiell mag ich Fliss, aber Fliss ist auch so eine Klischeetaffe, irgendwie. Eine Klischeetaffe? Oh. Naja, halt, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Deine Freunde. Das sagt doch keiner in der Situation. Ich hab keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Erinnert mich ein bisschen an Huhn. Olson! Mehr! Merd. Olson. Ah, guck dir doch mal die Perspektiven an. Die sind doch wohl richtig. Die Hand. The Hand. Bild. Oh, ein Bild. Aufpassen. Oh Gott. Oh nein, wir dürfen nicht gucken. War das jetzt ein Quicktime-Event? Nee. Wir dürften tatsächlich nicht gucken. Vielleicht stirbt er jetzt und wir können wieder zurück. Wäre mir lieb. C'est quoi ce bordel? Was ist mit ihm los? Ah, der Nebel. Oh Gott, was ist los mit ihm? Los! Zum Teufel.
Das ist das, was ich meine. So, ist ja die Reaktion so. Was zum Teufel? Wer ist sie? Irgendwie? Stallone? Also so cheesy One-Liner irgendwie. Also, oh, okay, alles klar. Wir haben seine Taschenlampe und sein Cappy. Scheiß mal auf die Lampe, Cappy ist geil. Und wir können uns jetzt das Bild angucken, hoffentlich. Yes. Aha. Aha. Okay. Wer war er denn? Vor allen Dingen, wo war er? So, hier ist noch. Ja, das ist ja. Du dicker Hund. Jetzt ist halt die Frage, wo jemals lang? Hier kommen wir nicht durch. Na, schon wieder. Komm! Ach, leck mich doch. Das Gute ist, dass du den Quicktime-Event wiederholen konntest. Der war ja kein Quicktime-Event. Einfach nur Button-Mashen. Ist da jemand? Und ich mashte natürlich die A-Taste als alter PlayStation-Zocker. Das ist doch schön. Warum man das nicht einheitlich machen kann? Nein, Klassenfeind, Alter. Wir machen es auf jeden Fall nicht so wie der andere. Oh, was haben wir denn da? Oh! Oh. Miese, miese Nummer, Alter. Miese Nummer. Oh, wuh. Hallo? Warum haben wir eigentlich nur die... Ah, okay. Der Name rum. Das sieht nicht gut aus. Nee, das würde ich auch sagen. So, wir steigen einfach runter. Wir könnten jetzt natürlich noch andere Gänge absuchen. Aber wir wollen ja ein bisschen Progress. Ach du Scheiße. Hatten wir hier nicht das gehabt mit dem Maschinengewehr und mit dem Kind mit dem Messer und so? Ich weiß nicht, ob das hier war. Also es waren auch auf jeden Fall Fahrzeuge. Aber... ja, kann schon sein. Weil ich denke, die werden jetzt nicht so viele Fahrzeuge in so vielen Hangars da zu stehen haben. So, drehen wir um das Ding. Okay, Wachdienst. Ort, Frachtraum 3A. Datum 21. Ja. Wachhabender Offizier Carter Watts. Zeit, Wachposten, Reed, Miller Davis, Paris, Griffin, Peter Griffin, Patterson, durchgestrichen, O'Neill. Kein unbefugter Zutritt zu wachten Bereichen. Posten niemals vor Ablösung durch nächste Wache verlassen. Okay. Tja. 3A, da klingt was bei mir. Bei 3A sollten wir doch gar nicht hin. Oh shit, da saß da was. Ah, okay. Aber wir sind jetzt in 3A. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir aus 3A so ohne weiteres rauskommen. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um in 3A, ja. Wo wir nicht sein sollten. Laufen wir mal ein bisschen um wie Fight Shady. Hallo. Okay. Da war gerade was. Benni, da war was. Echt? Ich hab nichts gesehen. Okay, jetzt an die Batzen da barfuß. Ich verstehe nicht. Nein, was ist denn da hinten? Da liegt doch was. Da. Warte mal, das waren doch die Leichen, die wir doch letztes Mal auch da am Anfang gesehen hatten, oder? Meinst du? Wo der doch denn die Waffe genommen hat hier, das Maschinengewehr. Ach, ey. Tja, na, ich geh mal hin. Oh, warte mal, hier vorne liegt unten. Hier liegt eine Waffe. Oder? Ist das eine Waffe hier? Nee. Das ist... nichts. Also hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Mann! Was war hier los? Ja. Ich geh mal hier hin. Okay. Vielleicht ist hier nochmal so ein kleiner Raum, wo man sagt so... Ne, das sieht doch nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus, Benni. Das sieht alles nicht gut aus hier. So, da hinten liegt noch was Glänzendes. Ich geh mal hin. Es ist natürlich eine Leiche. Wunderbar. And we get a knife. Jetzt wird's interessant. Okay, alles klar. Ist ein schönes Bowie. Du hast jetzt auch ein Messer. Tja, jetzt ist die Frage, wer sticht Brett?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich es sein werde. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Richtig. So, geh mal ein bisschen schneller. Also, die sind schneller gehen, ist einfach nur. Das ist witzig. Oh Mann, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht cool. So, komm, hier vorne glänzen. Oh, Mäuschen, komm. Dog Tag. Was haben wir da? Who is this? Ah, T. Paris. The Paris. Oh, und wie er hingelegt. Oh Mann, shit. Geht das doch mal jetzt. Oh, das ist ja mal eine fiese Perspektive. Oh! Okay. Holy moly, Alter. Dreck! Scheiße, 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 verdammter Mist! Fuck! Brad is back again! Okay, komm schon. Komm schon. Okay. Zusammen, Arschloch. Komm schon. Komm schon. Okay. Warum? Was, warum? Also, warum er jetzt erst rauskommt, oder? Nee, warum er jetzt da aufs Boot geht? Naja, weil vielleicht sein Bruder und seine Verlobte, also nicht die Verlobte des Bruders und alle. Ach du Scheiße. Seine Kumpels da auf dem Boot sind. Was willst du da machen? Wärst du jetzt einfach weg abgehauen? Nee, kann ich ja nicht, weil uns fehlt ja noch diese Zündspule. Die, genau. Ne? So, ja, ich hätte aber auf nicht. Auf dem Boot hätte ich wahrscheinlich eher gewartet. Oder hätte mir vielleicht noch vorher noch aus einer Taschenlampe noch was anderes mitgenommen, was ich als Waffe nutzen kann. Wenn ich schon aufs Boot gehe. Na, ich hätte mir erstmal Schuhe mitgenommen. Zum Beispiel. Also. Herrschaftszeiten, das ist doch aber jetzt auch nicht. Oh Mann. Oh, liegt hier vorne was? Ich sehe doch, dass da was liegt. Komm, zeig mir was an. Ach du Scheiße. Oh, creepy shit. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, gehen wir nochmal hier rein, wenn es denn geht. Es geht. Das ist wahrscheinlich die Wahl, ob wir jetzt uns von Fliss oder von Alexa stechen lassen. Oh, nee. Na, das ist ja, naja. Aber er läuft halt echt mega gechillt irgendwie. Nee, nicht. Wahrscheinlich könnten wir hier rein. Guck mal kurz hier die Tür an. Locked. Die kriegen wir nicht auf. Okay. Ach du Scheiße. Die US General Infantry, 13th Division. Ach du Schande. So, hier oben hat es auch nochmal geblinkt. Oh. Oh nee. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, ja. Das sieht nicht gut aus. Mega geil, nämlich. Verflucht. Hier stand auch die. Diese Frau oder irgend so was das war, als wir hier durchgegangen sind mit Alex. Stimmt.
Oh, haben sie sich alle im Spinn versteckt? Ach du Scheiße. Und Hose voll, Alter. Na? Wie man eine Frau. Oh! Jetzt reicht's mir! Alter! Alter, wieso denn? Okay. Oh, das ist ja fies, ey. Nein, ist das. Ach du Scheiße, ey. Warte mal. War das ein Bild? War das ein interagierbares Bild? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Kleine Toiletteninspektion. Ja, das könnte aber alles sauber gemacht werden hier, Männer. Aber mach ruhig die Tür zu beim Kacken. Ja, geh doch mal gucken, wer das war denn da? Da guck ich jetzt mal. Da bin ich doch. Oh, ja, das wirst du bestimmt müssen. Oh shit. Oh shit. Das geht nicht gut aus. Fliss? Oh oh. Aber Fliss hat doch gar keine Waffe. Naja. Also, eine Pistole. Klar, Messer. Eine Messer meine ich, aber keine Pistole. Aber das waren lackierte Fußnägel. Ey, hallo? Können auch französische okay, okay. Piraten tragen. Hallöchen. Okay, ja, ich möchte jetzt hier keine. Möchte jetzt hier nicht falsch gendern. Auch Piraten können lackierte Fußnägel haben. Ich bin aber dagegen. So, dann guck ich mir lieber nochmal hier die Klobrille an. Oh, Meister Pauper hat auch hier versagt, Alter. Komm mal zu. Komm schon. Ja, mach zu, das Ding. Was will er da machen? Naja, benutzen. Da muss er sich erstmal ihm zusprechen, irgendwie. Oh, je. So, okay. Was war das da eben? Ja. So. Kanzler! Die Fernrichtung Future. Ja. Hier. Bitte lass mich jetzt keiner irgendwie das greifen. So, okay. Ich hab schon eine Hand gesehen. Materialanforderungsformular. Menge, Beschreibung, ein Atemgerät, ein Filter. Vorgesehene Ausgabe. Ja. Eingabe durch Private Gordon Young. Abgelehnt. Falls abgelehnt, Grund der Ablehnung, Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Okay, alles klar. Ja, so eine Gasmaske wäre natürlich jetzt vielleicht, ja, nicht mal so verkehrt hier mit so einem halluzinogenen Nebel. Senfgas. Mustardgas. Schön. Oh, was ist denn? Smells like garlic. Mustard. Horseradish. Schön, alles klar. Riecht nach Knoblauch. Wunderbar. Tja, Senfgas ist natürlich aber auch eine ganz miese Kiste. Sind Sie hier durch? Ja, vielleicht. Wollen wir nochmal gucken? Ach, ei. Ach, ei. Ich brauche was, um da hochzukommen. Okay. Was braucht er denn jetzt? Einen Kasten? Einen Stuhl? Eine Kiste? Vielleicht. Da. Nehmen wir die Kiste hier. Na, meinst du, er kann sie bewegen? Sieht gut aus. Aber auch mit Gesichtsverschieben vom Feinsten. Alle barfuß. Alter. Why? Warum klettert er jetzt durch? Kann dir nicht sagen. Du bist nicht. So. So, was haben wir hier vorne? Können wir hier noch gucken? Was ist das hier? Ist die Wandzeitung heute? Alex? Julia? Hallo? Ich würde jetzt lachen, wenn wir jetzt Conrad finden. Oh, hier liegt da was. Können wir das nehmen? Nee, ach,
kippen. Oh, hier vorne ist ein Bild, glaube ich. Oh, schön. Schön, schön, schön. Okay, ja, das ist jetzt Hubschrauber. Er könnte aber bedeuten, dass wir gerettet werden. Ah, das war ja irgendwo, weiß ich nicht, ein Funkgerät wieder instand setzen, Hilfe rufen und keine Ahnung. Oder Bordlotse sein, wer weiß. Irgendwie vielleicht schick mit einem Fähnchen, mit zwei Fähnchen da oben auf dem Deck, wer weiß. Ich weiß nicht, also, das war jetzt eine Vorhersehung irgendwie. Oder? Vorhersage, die war vielleicht jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig, will ich damit sagen. What? Okay, wo sind wir jetzt? Hä? Besser. Verschwinde. Oh je. Da hat doch nach links was geleuchtet. Ah, nein, ich höre das nicht. Da hat links was geleuchtet? Bist du sicher? Ja, ja klar. Du hast recht. Ja. Aber war super. Ja, war irgendwie nichts. Ich will hier nicht runterspringen, Alter. So, wir gucken uns das hier hinten erstmal nochmal. Ach, aje. Skelette? Wo ist eure wirkende Meinungsverschiedenheit? Ja, das ist. Er ist gleich gestorben, als er seinen Halt-Check gesehen hatte. So, okay, alles klar. Internes Memorandum. An Ersten Offizier Fischer. Sir, Sie sollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen. Ohne Erfolg. Um 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, alles klar, das war für den Arsch. Bis um 0400 konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 0300 wieder melden. Private Cooper. Okay. Hat so semi geklappt, glaube ich, irgendwie, wie das aussieht. Scheiße, Alter. Scheiße. Oh! Oh! Schraubenschlüssel, Junge! Den nehmen wir eine Waffe mit. Den packen wir ein. Der Kurs wurde aktualisiert. Das ist gut. Oh. Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Ja, nee, das. Hast du recht? Shit. Okay, von da sind wir gekommen. Das heißt, du willst sie jetzt da runterlassen? Wir müssen tatsächlich. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Ah. Julia? Oh, Scheiße! Oh oh. Quicktime-Event. Bestimmt, oder? Meinst du? Ach, doch nicht. Glück gehabt.